No, witajcie po raz kolejny. Dzisiaj chciałbym wam pokazać Vorbereitungsdienst Baureihe 193. Hier ist eine Liste. Czyli chciałbym wam pokazać, jak przyjąć lokomotywę Baureihe, czyli Vectrona 193. Mamy pierwsze punkty zaznaczone krzyżykiem. Also erster Schritt, Einsichtnahme im ins Übergabebuch und Punkt 4, Bestätigung der Übernahme des TFZ durch Eintragen des Namens und der ausgeführten Vorbereitungsstufe. Also das ist unser Übergabebuch. Wichtig ist Mangel und sonstige Besonderheiten, keine Eintragung. Das ist mein Name, also Sie kennen mich, TF Piotr, und ich mache Vorbereitungsdienst V1. Okay, was machen wir weiter? Rundgang und außen am Triebfahrzeug. Prüfen, dass am Triebfahrzeug nicht gearbeitet wird. Warntafel beachten, prüfen, dass der FZ unter Fahrleitung steht und die Stromabnehmer gesenkt sind. Schließen Sie den Absperrhahn der HLL. Prüfen Sie, ob die örtlichen Anschlussleitungen entfernt sind. Moment. Der FZ auf offensichtliche Schaden. Deckel und Klappenfahrzeug auf korrekten Verschluss zu prüfen. Abdeckung und Schadefreiheit. Anschlussdosen prüfen. Prüfen, dass das Triebfahrzeug gegen unbeabsichtigtes Bewegen gesichert ist. Okay, to idziemy teraz na dół. Machen wir Rundgang. No i dobra, to mamy naszą lokomotywę. Also, alles ist richtig eingesteckt, geschlossen. Geschlossen. Diese Absperrhaken können wir zumachen. Klappe geschlossen und geriegelt. Ist okay. Sandeinrichtung. Leitungen, Dämpfer, Sekundärdämpferung, also zwischen Trägerstelle und Kasten, und Primärfederung zwischen Achse und Trägerstelle. Sand, Batterie, alles ist geschlossen. Lok ist selbstverständlich gesichert. Gebremst, Batteriekasten, unsere Handschriften, okay. Lok steht unten. Fahrleitung, czyli stoi pod przewodem sieci trakcyjnej. I druga strona. Zugsammelschiene. Alles ist geschlossen, gesichert. Okay. Sandbehälter, alle sind voll.
ist auch voll Schmierung, Öl. Okay. Und geöffnet. Selbstverständlich keine Arbeiten am Block. Stromabnehmer ist nieder. Okay. Czyli możemy wsiąść z powrotem do naszej lokomotywy. Wir können jetzt wieder einsteigen. Führerraum 1. Gut. Okay, jetzt im Führerraum 1. Das ist Führerraum 1. Prüfen Sie, dass alle Schalter und Bedienhebel am Fahrpulpit und den Seitenfahrschaltern in Grundstellung sind. Zunahme. Wszystko. Grundstellung. Hier auch. Ist nun bedeutet Grundstellung. Zweite Seite. Auch Grundstellung. Prüfen Sie das Triebfahrzeug. Prüfen Sie, dass alle LSS am Rückwandschrank in Grundstellung sind. Alle LSS Grundstellung. Das bedeutet immer nach oben und hier muss rote Licht sein. Alle wszystkie te LSS muszą być na do góry. To jest tak zwane Grundstellung. I pokazywać nam na czerwono. Prüfen Sie, dass die Wahlschalter Überbrückungssignal nicht im Stellung Auto steht. Im Stellung Auto. Okay. Was noch? Schalten Sie über Batterie. Steuerschalter die Batterie an. Die Elektronik der Lok beginnt mit dem Hochlauf. Das kann mehrere Minuten dauern und beinhaltet einen automatischen Komponententest. Okay. Was machen wir jetzt? Czyli załączamy Baterie. To był nasz włącznik główny baterii. Anlegezustand der Federspeicherbremse. Das müssen wir noch. Noch ein bisschen warten. Die Lok muss auch gerüstet sein. Prüfen Notfallausrüstung auf Vollständigkeit. Czyli tutaj wyposażenie lokomotywy. Vollständig. Okay. Ah, jetzt Federspeicherbremse ist angelegt. Czyli nasz hamulec sprężynowy jest załączony. Lokomotywa jest zabezpieczona. Im Maschinenraum. Lage alle Drehschalter am Erschrankbremse auf Grundstellung. An der Bremsgerättafel Grundstellung alle Absperrhähne prüfen. Schalten Sie, falls vorhanden, Absperrhahn ETCS. Hier ist kein ETCS. Stellen Sie die wirksamste Bremsstellung ein. Störung, Störung, Störung. Ja, das ist okay. Störschalter ETCS. Quittieren. Okay. Jetzt gehen wir zum diesen Schrank. So. Alles ist auch in Grundstellung. Senkrecht ist Grundstellung. Waagerecht ist aus. Und wirksamste Stellung. Jetzt ist Gier.
können auf P. Und wirksamste, das bedeutet na nicht Stellung R, czyli nastawiamy na najbardziej najmocniejsze hamulce. Dobra, co tam mamy dalej? Zajrzymy do naszego Luftpresser, Schmierölstand. Hier ist nicht sichtbar, aber Luftpresser ist okay. Lade LSS, Hilfsbetriebsgerüst in Grundstellung prüfen. Also alles ist in Grundstellung. Nach oben, wszystkie są załączone. Przykładowo, gdybym dał na dół, to zobaczcie, będzie jetzt jest grün, ale teraz jest zielony, wyłączony. Jak damy go do góry, pojawi nam się czerwony. Okej, ale jest w Grundstellung. Brandkämpfe in Grundstellung prüfen, Lage der Schalter, Brandkämpfungsanlage in Grundstellung prüfen, Kontrollsystem grün, Brandkämpfungsanlage prüfen, Ventile, Verplombung, Löschmittelbehälter auf Schadfreiheit prüfen. Okay, das ist unsere Löschgerät, ist eingeschaltet, System on, Licht, alles ist in Stellung ein, eingeschaltet, Plombe, czyli sprawdzamy nasze gaśnice, tutaj musi być zielone światełko, oczywiście wszystko pozamęczone tak jak trzeba. Kühltürme auf lose Schlauchverbindung und Dichtigkeit zu prüfen, Ventile. Okay, prüfen Sie Kühlmittelstände, das Trafo sowie der Stromrichter 1 und 2. To tutaj możemy sobie sprawdzić. Może tak będzie lepiej widoczne. Tu mamy też prawidłowy poziom oleju i tutaj to samo, ale jest Absperrhähne zansteuern, eine Richtung prüfen. Hier ist eine, jetzt ist ein. Hier ist zweite, czyli to są piasecznice, które musimy sprawdzić, czy są pootwierane przewody. Ok. Tonsignale, Absperrhähne, Tonsignale, Einrichtung. To mamy znowuż. Może tu będzie lepiej widoczne. Czyli jetzt sind eingeschaltet. Czyli są załączone. Ok. To zrobione. Lage Erdungstrenners Hochspannungskühlung Betriebsstellung geöffnet. Ich muss wieder Licht einschalten. LSS, Grundstellung, UIC, ZS-Kabel zu Behörvollständigkeit prüfen. Lage, Schalter. Also,
Zugsicherung, LZB, PZB, OIC-Kabel. Auch geprüft, sind vollständig. Drehschalter, LSS, Niederspannunggerüst, Grundstellung zu prüfen. Batterie, Steuerschalter, Grundstellung prüfen. Also jetzt ist Grundstellung. Batterie, Erdschuss prüfen, Hinweis. Prüftaste ca. 10 Sekunden Stellung plus und minus halten. Fehlerfreier Zustand, Widerstand mehr als 100 Ohm. Okay. Strom, also. So plus. Schauen wir, ist mehr als 100. Hier ist 100. Und minus. Und auch mehr als 100. Okay. Strom abnehmen, Auto. Lage, Schalter. Okay, Stellung X. Zu prüfen. Sehr. Stellung X. Okay. Maschinenraum ist. Ja, schalten jetzt die Licht im Maschinenraum und gehen wir weiter. Führerraum 2, prüfen alle Schalter, Bedienhebel, Führerpulpit und dann alles in Grundstellung, alle LSS, Rundfahrschrank, Grundstellung, prüfen Sie das Fahrschalter, Signal, Lichtstellung, Auto, Notfallausrüstung. Okay, also. Wie im ersten Führerraum, das ist zweite. Alles ist in Grundstellung. Hier auch. Grundstellung. Okay, Ausrüstung. Und unsere Spitzensignal im Stellung Auto. Gut. Dann okay, gehen wir zum Führerraum 1. Mache ich nicht und gehen wir zum Führerraum 1. Okay. Licht aus. Tür zu. Führerraum Licht ein. Okay. Wenn beide Displays hochgefahren, Führerpult über Schlüsselschalter aktivieren. Ist aktiviert. Aktivieren Sie Fahrtrichtung vorwärts. Führerbremsventil per Leuchttaste entsperren. Leuchtmelder erlischt. Okay. Zugbeeinflussung. Ländereinstellung. System. Deutschland. Also kann in Deutschland oder Österreich fahren. Ist Deutschland, ist okay. Stromabnehmer heben. Beobachtung. Beobachten und Überleitungsspannen am Display zu prüfen.
Okay, Stromabnehmer heben. Und kV. Stellung Auto, das macht ist immer hinter. Hauptschalter einschalten. Hauptschalter. Jetzt ist aus. Ist eingeschaltet. Bestätigen Zugsicherungssystem. Okay. Geben Sie am CDD Ihre TF-Nummer und Zugnummer ein. Okay, ich muss prüfen. Die Zugnummer. Moment. Zugnummer ist 95587. Drei Nummer. 95588. Okay. Driver Nummer, das mache ich später. Sie verstehen, um was geht's. Und jetzt neue Zugnummer. Zugdaten anmelden. Erfolgt. Okay. Was noch? Signalbild. Zugfunk einstellen, das habe ich schon gemacht. TF-Nummer, Regelungen, HLL, überprüfen Sie am TDD, HLL und HBL drücke. HLL ist 5, HBL fast 10 Bar, ist richtig. Erforderliches Signalbild einstellen, Signalbild vorne. Hinten, wir arrangieren gleich und vorn auch drei Lichter. Musimy tutaj załączyć. Już nam świeci. Wszystkie ładnie nam świecą na biało. Ok. Führen Sie bremstechnischen Vorbereitungs aus. Also, Federspeichebremse ist angelegt. Wir dürfen jetzt direkte Bremse lösen. Okay, zuerst Dichtheitsprobe, also Führerbremsventile absperren auf ca. 10 Sekunden, kein Druckabfall in Hauptluftleitung und nach 10 Sekunden wieder. Aufsperren. Okay. Circa
0,7 bar weniger im Hauptluftleitung. Bremszylinderdruck ist fast doppelt, mehr als doppelt. Also Hauptluftleitung 4,3 Bremszylinder. Okay, Bremse lösen. Ist gelöst. Jetzt Schnellbremsung. Hauptluftleitung ist 0. Bremszylinder 3,6. Okay, jetzt direkte Bremse. Bremse anlegen. Und Bremse lösen. Führen Sie Bremstests mit Blending aus, führen Sie den Test Sporkranzschnürung prüfen aus, führen Sie Test Signallicht, prüfen Sie SIFA, führen Sie den Leuchtmelder-Test durch, prüfen Sie PZB Funktion-Tests, Bremse. Nam się robi. Włączymy jeszcze lepiej widać, jak trochę rozjaśnię. Fortschritt 89%, also wir müssen noch warten. Bremsentest dauert ein bisschen. Ja. Test erfolgreich beendet. Es sind keine Fehler aufgetreten. Okay, bestätigen wir mit
Jetzt Spurkranz prüfen. Start. Beendet. Quittieren mit OK. Jetzt Sandanlage. Start. Ist eingeschaltet. Test Fahrtrichtung vorgeben. Taster Sanden betätigen. Tun wir mit der Rasten Richtung und Sand. Okay. Okay. Stopp. Signal nicht. Start. Dobra, jest super. Signal nicht. Prüfen Sie Ziffer. Tutaj też nam działa. Ziffer geprüft, Leuchtmeldetest, Enter, Start, zgasimy światełko. Leuchtmeldetest beendet, ok. Sie die LZB, PZB, czyli tutaj wciśniemy datę i naciśniemy test. Zugbeeinflussung, 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 Zwangsbremsung, Zugbeeinflussung, 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 Zwangsbremsung, Zwangsbremsung.
Okay. Ist beendet. Jetzt Zugdaten eingeben. Ich habe noch keine Wagenliste, kein Bremszettel, also das mache ich später. Prüfen Sie Makrofone. Also. Und. Tut mir leid. Laden Sie bei Bedarf Ebola-Fahrplan. Ist schon geladen. Okay. Ergänze die Arbeiten im Führerraum. Also, wir müssen alles zu wiederholen, was im Führerraum 1. Czyli musimy powtórzyć dokładnie to samo, co zrobiliśmy w kabinie pierwszej. Okay, am Ende ich möchte Rollprobe und Siefahrtsbremsung während Fahrt machen. Czyli chciałbym zrobić próbę toczenia i sprawdzić, jak nasz pociąg, jak nasza lokomotywa i zrobić Siefahrtsbremsung. Okay. Fade, Speiche, Bremse ist aus. Ja. Also. Kleine Leistung. Ausschalten. Zu drücken. Okay, wir dürfen jetzt rangieren, bis unser Zug